Worauf habe ich denn jetzt Lust? Oh, ich. Actually, Bock auf Riven, ne? Ich habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Oh, oder spiel ich ein bisschen Mitte? Okay, Leute, wir spielen ein bisschen Mitte. Quinn, nee, Quinn ist nicht am Gewinn. Quinn ist nicht am Gewinn. Das finde ich schlimm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache noch eine Runde und dann ist Ende im Gelände. Dann ist Klo im Po. Warte, was bann ich? Ah, on. Oh, nein, 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 nein. Wir bannen Darius. Leute, passt auf. Jetzt wird einer von den Dingens picken. On. Digga, und sie picken. Oh mein Gott. Digga, sie haben Camille und Elise gepickt. Holy shit, Leute. Egal, was ich nehme, ich habe Turbo verkackt. Alter, scheiße. Ey, ich habe On. Ist On open? Ich habe On nicht. Oh, oh. Shaco or gay? Ah, dann bin ich wohl gay. Alter, ich nehme Zack. Digga, ich nehme Zack. Digga, die haben Cutter. Oh mein Gott. Passt auf, Leute. Sie wird jetzt keinen Spaß haben. Digga, ich mache einmal Ult. Cutter dodged. Digga, Cutter dodged. Dodge doch! Dodge doch, du Pimmel! Willst hier weglaufen von mir? Willst Urlaub machen in den Philippinen? Oh, oh, ich bin First Pick. Scheiße. Jetzt müssen wir Ohren bannen. Aber ich habe so Hunger gerade. Mein Bauch macht sich gerade richtig bemerkbar. Der sagt, Digga, Silfman, du musst fressen. Wann hatte ich zuletzt Sujuk? Okay, Kinders, wir machen jetzt einen Test. Wir testen, ob ich einen Stream immer mit einem Win beende, okay? Wollt ihr wissen, wie wir das testen? Wollt ihr wissen, wie wir das testen? Finden wir es raus! Digga, wir finden es heraus. Guck, passt auf, Leute. Wir spielen die Fleet Fußwerk Kale. Digga, was nehme ich auf Kale mit? Macht man das so? I guess. Wir machen einfach mal. Inspiration? Nee, Leute, dann spielt ihr eure Kale falsch. Vertraut mir, ich habe 3 Millionen Mastery Points Kale. Ich habe Silver Kale auf meinem Main, okay? Warum ist Last Stand neuerdings besser als Coop? Ganz einfach. Auf der Top Lane ist es so, du hast. Guck mal, pass auf. Top Lane ist so, als würden sich zwei Fettsäcke verprügeln, Mann. Die machen sich gegenseitig pro Hit nur 5% Damage, aber sie tanken halt super lange. Das heißt, wenn ihr euch beide prügelt, geht irgendwann irgendjemandem die Luft aus, aber ihr fallt beide auf Low HP. Und wenn du auf der Bot Lane jemanden killst, ist einer von 100% auf 0% tot. Auf der Top Lane ist es so, dass sie beide erstmal voll low hauen. Warum ist Ezreal so famous aktuell? Seine Base Attack Speed wurde erhöht. Dadurch ist Trinity Force um einiges attraktiver auf ihm. Und Lethal Tempo kannst du halt spielen. Weil, wenn du, ab dem Moment, wo du Muramana hast und du Lethal Tempo procs mit Trinity Attack Speed, geht das halt top up. Warte mal, was hab ich denn für ein Kack-Team? Gegen Persis, Leute. Wie will ich gegen Persis gewinnen? Hopsi 360 KMG XD. Und er spielt Garen. Aber Garen ist im Gewinn. Wollte ich schon sagen. Ey, warte, wenn du was gegen Tank spielen willst, spiel Vayne. Also, wenn es dir darum geht. Warum hat Kayle eigentlich so ein Piss-Low-Damage auf ihrer Kaku? Guck mal, ich chill hier einfach. Er kann nichts dagegen machen. Ob wir Kayle nochmal in irgendeiner Meta wiedersehen werden? Oh, egal, er ist nicht im Gebüsch. Also habe ich die Ward technisch gesehen nicht mal gebraucht. Guck mal, der entspanntes Farm einfach. Wir farmen hier einfach mal auf ganz entspannt. Sag mal, ich fühle mich von dem Garen irgendwie voll Turbo getrollt. So, er macht es mir nicht mal schwer, die CS nicht zu bekommen. Ich kriege sie einfach. Und jetzt pusht er einfach nur rein. What a Vollidiot. 6 Stunden später. Eine sehr intensive Laning Phase hier, Kinners. Schaut zu und lernet von The Best. Ach cool, ich bin jetzt Range, ne? Stimmt. Look at this high damage output. My kiting is very good. Ja, was willst du machen, Digga? Was willst du machen? Ich zone dich einfach. Alter, wie viel Life-Rack Garen hat, ne? Aber Sylvie, seine Passive ist extra dafür gemacht. Sie ist extra dafür gemacht, dass er unsterblich ist. Und für den Fall, dass du ihn catchst, ja dann, dann drückt er auf W drauf. Ich frage mich bestimmt alle, warum ich gerade Mickey-Maus-Geräusche gemacht habe. Ich weiß es selber nicht. Hoho, da haben wir ihn. Late Game. Digga, ich bin im Late Game jetzt. Habt ihr gesehen, wie ich ihn outplayed habe? Habt ihr es gesehen? Pass auf, Leute, jetzt finish ich ihn. Ufo. Inzwischen. Ey, warte, mein Team intet! Ey, wow! Oh nein, mein Team intet nicht? Okay, ich darf, okay. Puh. Ich darf wieder Ufo. Leute, meine Hand fühlt sich voll komisch an gerade. Also jetzt no joke, ne? Haha! Irgendwie. Achso, er hat mich geholt? Ah, okay, ne Mann. Ne, kurz ist auch noch hinterher gekommen. Ich dachte, ich komme halt weg. Das wird auf Toplane jetzt ein bisschen wehtun, to be honest. Ich glaube, ich verliere sogar meinen ganzen Tower. Bro, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Lol, er ist Level 6! Lol, er kriegt ja ganz billiges Hartz 4. Ja, 3 Waves zu verlieren tut halt echt weh. Oh, cool. Okay.
Das ist so typisch der Jungler in meinem Team-Gameplay. Ich bin am Arsch. Geil, Alter. Papier-Damage. Zum Glück hat sich Garen auch ein Adaptive Helm gekauft, um das alles tanken zu können. Oh, warte. Er hat ja nur Tabis. Oh mein Gott, er hat 116 Armor. Und das, obwohl er nur Ninja-Tabis hat. Wie ist das möglich? Nein. Ah, Level 11. Cool. We are a champion, my friends. Okay. Das Ding ist halt, wenn Tristana sofort Go macht, ist der Play worth it. Wenn sie nicht sofort Go macht, ist er nicht worth it. Boom, Leute. Erstes Item fertig. Du hast doch vor lange. Krass. Oh, der ist gar nicht hier. Warte, er ist doch hier. Er ist nicht hier, lol. Warte, er ist doch hier. Ist eigentlich voll entspannt, Kate zu spielen. So, du farmst, ganz gechillt. Ist ja wie Nasus. Stimmt, kann man nicht Nasus in Ornn picken? Boop, boop. So, Kinders, wir sind jetzt 1v9-Maschine. Spaß, Mann, Alter. Ich brauche noch voll viele Level. Komm entspannt an, farm ran. Okay, ich böller ihm langsam Damage. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich group jetzt auch sogar mit dem Team, actually. So, wenn Blitzwing einen hookt, einfach hol dich drauf, GG. Nein, warum bin ich heute so gut drauf? Oh, lol. So, wenn Blitzwing einen hookt, einfach hol dich drauf, GG. Ich glaube, ich bin tot. Was kann meine Ulti? Ich kann jemanden unsterblich machen. Und nach ein paar Sekunden kommt Schwert runter, die Damage machen. Ah, oh, my bad, Leute. Ich habe Silas gerade verkauft. Ich brauche sogar vielleicht... oder QSS? Ne, lieber QSS. Ah ja, okay, wir kommen zum Drachen noch rechtzeitig an. Also, die haben gerade nur Kills abgegeben. Das ist nicht zu schlimm. Oh, die machen aber gerade sehr viele Picks, die Gegner. Haben natürlich auch eine Comp dafür, ne? Er ist aber instant geplatzt. Wie Tomate. 3 Level noch, dann sind wir ein Champ. Let me go bot. I can bully Garen. Okay, Leute, wir gehen einfach bot. Da kann mein Team Richtung Nash gehen. Oh, sie ist tot. Nee, du kannst mit Ragebait nicht deine E procken. Deswegen ist nicht ganz so cooles Item. Cool, das haben wir auch so gewonnen. Und warum move ich überhaupt erst? Taller Roam. Ey. Die Idee war gut, okay? Hat mein Team bis dahin schon irgendwie alle selber nass gemacht. Tristana Turbo gesmurft. War dein Rosenmontag, Digga? Was ist Rosenmontag? Heute ist nur Montag. Ich habe keine Hose bekommen. Ich bin nicht im Recall. Heute ist Karneval? Keine Ahnung, Mann. Ah, Boom, Weg ist noch bekommen. Digga, Leute, ich habe noch nie von Rosenmontag gehört. Das ist natürlich Kacke, ne? Wir hatten da noch 2 Ultis ready. So, soll ich mir wahrscheinlich Lich spenden als nächstes. Ja, das Blöde am Fight war, zum Beispiel hier in dem Gebüsch eine Ward haben, wäre ziemlich cool gewesen. Hatten wir halt leider nicht. Weil ich glaube, ich hätte da viel mehr Damage machen können. Und ich habe halt meine Ulti davor schon auf Soraka rausgehauen, damit die ein bisschen länger überlebt. So, dieser 066. Aber egal, noch 2 Level. Da sind wir durch. Nee. Kayle als Champion ist okay. Also, es gibt natürlich bessere Champions. Ne? Aber ich konnte ganz schwer angreifen. Weil dort halt einfach so ein Kackpunkt waren. Und wir auch ohne Frontline spielen. Guckt, Leute, ich halte Soraka am Leben, Soraka hält die anderen am Leben und wir gewinnen. Ja, Leute, ich sag's euch doch, nicht mehr als 6 Wochen für Augenbraue.
Lol, wie schön die alle gekrümmt haben für mein Ulti. Leute, das ist der Moment, für den ich auf Level 16 gespielt habe, damit das Game jetzt zu Ende ist. Ich habe Hardcore-Modus gespielt. Digga, du Stricher. Was spielst du auch, Garen? Level 16 Auto-Win. Ja, Leute, ihr habt gesehen. Digga, der eine spielt Auto-Chess und ich spiele mit Kayle Auto-Win. Keine Ahnung, ich auch noch. Das ist so rar. Tristana. I guess. Okay, Kinder. Für mich ist Stream Ende. Ich würde mir Sujuk machen. Hadi, yalla, Leute. Kuss.